mal Richtung Süden. Wir schauen mal, wo es uns denn nachher verschlagen hat. Im Moment sind wir ganz guter Dinge. Zuvor, heute Morgen, sind wir auf eine Waage gefahren und haben mal geguckt, was das Auto so wiegt. Er ist also voll beladen. Er ist mit Angeln, mit den Bikes, mit Kajaks, mit Lebensmitteln, mit Getränken und so weiter. Und dann zeigte die Waage an 3,5 Tonnen. Genau das, was er ja auch an Gesamtlast hat. Mein Gewicht war da noch gar nicht mit bei, das verrate ich euch aber jetzt auch nicht, wie viel ich wiege. Dann hat man eben hin und her überlegt, ob wir alles Mögliche ausladen wieder, ob wir zum Beispiel die 20 Liter Wasser rauslassen, die man ja mitnehmen kann. Hier in Malibu kannst du das ja so einstellen, dass nur 20 Liter drin bleiben, was sehr schön ist. Musst du nicht hier mit Gießkanne und mit allem möglichen Schnickschnack arbeiten. Naja, und dann haben wir uns noch mal ein bisschen beladen, wie es dann so ist, wenn man überladen ist von den Prozenten her und was sich erwartet in den einzelnen Ländern und so, und haben dann gesagt, okay, wir riskieren es, weil zwischendurch essen wir ja, zwischendurch trinken wir ja, wir verbrauchen ja auch Sprit und so weiter und werden uns dann wohl überlegen, ob wir im nächsten Jahr den Wagen dann eben doch auflassen lassen. Jetzt versuchen wir es erstmal so. Und freuen uns drauf und dann melden wir uns nachher nochmal wieder, wo wir dann angelandet sind. Jörgi fährt ganz fleißig. Okay, bis dann. Wir sind jetzt auf dem kleinen süßen Campingplatz in Bergesruh angekommen, beziehungsweise der Campingplatz heißt Bergesruh. Ganz fein und süß und idyllisch angelegt hier. Es ist direkt von der A9 runter und ein bisschen bauernhofmäßig mit einer kleinen, feinen sanitären Anlage, da kann man die Fäkalien entsorgen und waschen. Und hier sind die Duschräume. Oh, hier sind natürlich auch, ist ein Campingplatz, ein kleiner, ne? Wohnwagen und Dauerstellplätze und so. Und wir haben heute Morgen angerufen und gesagt, wie sieht's aus? Und hat sie gesagt, ja. Und dann, als wir dann angekommen sind, sagte sie, da haben sich einfach welche einfach so hingestellt. Jetzt können wir sie nur eine Nacht hier lassen. Jetzt haben sie uns aber einen sehr schönen Platz zugewiesen und da können wir jetzt dann doch bleiben. Und ja, war eine gute Fahrt hierher, ohne Probleme. Das ist also Kirchreutenbach. Also so als Zwischenstation und so ist das ganz süß. Gefällt mir gut. Ah, haben wir gut gemacht, dass wir jetzt hier angelandet sind. Dann zeige ich euch das mal, wo wir uns jetzt aufgebaut haben. Ja, also die also alle hier vom Bayerischen Wald und so weiter nach Hause gefahren sind Richtung Berlin, da war die Autobahn knackedicke voll. Und wir aber, die jetzt hier Richtung Bayern gefahren sind, da war die Autobahn leer, alles wunderbar. Dankeschön. Das war gerade die Inhaberin. Und hier kann man also auch Gasflaschen wechseln, aber das ist ja bei den meisten Campingplätzen so. Ja, also wie gesagt, wir haben 15 Jahre Pause. Ja, und das ist dann schon alles wieder neu. So. Klein, aber fein. Hier sind also die vorne, die so für ein paar Tage bleiben. Und da steht unser Schätzchen. Der Jörgi war schon fleißig, hat schon alles aufgebaut.
Da steht unser Bubu. So, und dann schauen wir mal, was uns hier heute noch erwartet. So, guten Morgen. Das war die erste Nacht auf dem Campingplatz mit Bubu. Alles super, alles schön. Hat ein bisschen geregnet heute Nacht, aber ansonsten alles top. Auto super gelaufen. Jetzt werden wir die E-Bikes nehmen und werden ein bisschen die Umgebung erkunden. Ja, dann hören wir uns irgendwann wieder. Ja, nass wie ein Pudel. Wir fahren also jetzt doch weiter, weil also hier in diesem süßen Ort in Bayern In Kirchrottenbach regnet es jetzt wie die Pest. Das ganze Wochenende soll es also auch so schlecht sein. Da haben wir natürlich gar keine Lust drauf, weil wir ja eh auf der Durchreise sind. Wir fahren jetzt Richtung Bodensee. Und was soll ich euch sagen? Also trotz Liste und trotz aller Sorgfalt habe ich doch eine Menge vergessen. Ich habe Wurst eingefroren, die habe ich vergessen. Ich habe Käse eingefroren, die habe ich vergessen. Ich habe Butter eingefroren, die habe ich vergessen. Ich habe keinen Schirm bei, keine Bürste, kein Föhn. War noch irgendwas? Reicht doch. Also der nächste große Ort ist meiner fürs Shoppen. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Mal sehen, was hier alles so Schönes ist. Die Nacht war toll und jetzt geht es langsam los und wir fahren unsere erste Runde. Wo waren wir jetzt die erste Nacht? Im Nitzenweiler Hof. Genau. Nitzenweiler Hof. 5-Sterne-Campingplatz. War schon cool. War unglaublich, oder? Ja, haben wir nicht erwartet, was wir hier so. Donnerwetter. Ja, toll jedenfalls. Okay. Und ab in die Natur. Und tschüss. So, meine Lieben, unsere Zeit am Bodensee ist vorbei. Es zieht uns weiter. Es war wirklich schön hier, sehr angenehmes Klima, alles toll. Und was wir auf alle Fälle nicht vergessen sollten, euch zu zeigen, ist der Plan von diesem Campingplatz.
Es lohnt sich also definitiv für Familien mit Kindern hierher zu fahren. Von Ponyreiten über Streichelzoo, über 3 oder 4 Spielplätze, Schwimmbad, Angelteich. Hier gibt es einen Angelteich. Man kann hier Fische fangen. Sucht's euch aus. Dieser Platz hat einfach alles. Dann haben sie ja sogar noch aufgebaut hier mit Shoppingmeile, wo man einkaufen gehen kann und so weiter und so fort. Also ist wirklich gut geeignet für große Familien. Hervorragend. So, der Weg vom Campingplatz runter zum Bodensee sind 20 Minuten mit dem Fahrrad. Auch kein Problem. Es gibt eine Busverbindung, ein Shuttlebus, der auch runterfährt zum Bodensee. Ist auch gewährleistet hier. Ja, und uns hat's gut gefallen. Und wir sehen uns wieder in Österreich beim Biken. Und tschüss.